Einen wunderschönen guten Tag hier von mir, Björn Springorum aus der Stadtbibliothek Stuttgart. Ich sitze in einem eigentlich fast menschenleeren Raum, in dem normalerweise natürlich auch Lesungen stattfinden. Aus bekannten Gründen tun sie das gerade nicht oder fast nicht, denn ich habe die schöne Möglichkeit angeboten bekommen, dass ich die eine oder andere Lesung auch aufzeichnen darf hier in der Stadtbibliothek. Und das habe ich natürlich sehr, sehr gerne angenommen, denn mir als Autor fehlt es natürlich sehr, unterwegs zu sein, in Schulen zu lesen, in Bibliotheken zu lesen. Und deswegen könnt ihr euch quasi immerhin eine Lesung von mir virtuell anschauen, bis wir wieder ganz normal durch die Gegend reisen dürfen. Und was ich mir heute ausgesucht habe, ist ein Buch, was schon ein wenig älter ist, was mir aber sehr, sehr am Herzen liegt. Dieses Buch heißt Der Ruf des Henkers und es erschien, ich glaube, 2016 im Thienemann Verlag hier in Stuttgart. Und das ist schon lange her, wenn man drüber nachdenkt, ne? 4,5 Jahre. Dieses Buch habe ich geschrieben, nachdem ich eine sehr ungewöhnliche Geschichte gelesen habe. Die Geschichte über einen Henker, der im 19. Jahrhundert, 1860, also vor 160 Jahren, in England wirklich existiert hat. Und ein Henker hatte diesen grausamen Beruf, dass er eben zum Tode verurteilte Menschen hinrichtet. Kein schönes Thema, aber ich finde trotzdem, dass man darüber sprechen kann, denn er hat diese Aufgabe ja nicht gemacht, weil es ihm Spaß macht, sondern weil er das musste. Und um diesen Henker herum habe ich eine Geschichte gestrickt, die eben Der Ruf des Henkers heißt. Sie ist lose aufgehängt an der Person William Calcraft, wie der Henker hieß. Ich kannte ihn natürlich nicht, ich habe nur seine Tagebücher gelesen. Und ich habe mir für diese Geschichte überlegt, die vordergründig eine Geschichte über den Tod ist, was ja schon im Titel eigentlich auch steckt oder was man auch am Cover sieht. Mir war es aber wichtig, dass ich trotzdem eine Geschichte über das Leben erzähle, denn wenn man sich mit dem Tod auseinandersetzt, lernt man eben auch erst, wie kostbar das Leben ist. Also nicht davon abschrecken lassen, dass es bisweilen etwas düster zugeht in diesem Buch. Im Grunde wird einem dadurch nur bewusst, wie kostbar das Leben tatsächlich ist. Und ich kann verraten, dass es auch gut ausgeht. Bevor ich gleich anfange mit der ersten Szene, daraus, ich habe zwei kleine Stellen vorbereitet, noch kurz was Einleitendes, denn ich habe erzählt, diesen Henker gab es wirklich. Wen es aber nicht gab, ist der eigentliche Protagonist des Buches. Der heißt Richard Winters. Und der wird durch einen komischen Zufall oder durch Schicksal, wie man das auch bezeichnen möchte, er wird der Gehilfe des Henkers, der Lehrling sozusagen, und zieht fortan an der Seite des Henkers durch ganz England, um eben Urteile auszuführen. Und er lernt viel natürlich dabei. Vor allem aber wird er aus seinem Meister nicht schlau, denn der Meister ist alter, bärtiger, griescremiger Typ, mit dem man eigentlich sonst nicht unbedingt Zeit verbringen möchte. Und der redet sehr, sehr wenig, ist sehr, sehr wortkarg. Aber Richard hat mehr und mehr das Gefühl, dass dieser Henker eigentlich noch mehr macht, als einfach nur Henker sein. Dass er irgendwie eine geheime Aufgabe hat, die er erfüllt, eine geheime Mission, die ihn antreibt. Und in der Tat ist das so. Und die Stelle, bei der ich hier einsteigen möchte, ist die Szene, in der Richard das erste Mal wirklich Wind davon bekommt, was der Henker eigentlich wirklich tut. Noch vor Morgengrauen stürmte Calcraft in mein Zimmer. Aufstehen, du Schlafmütze, wir müssen weiter. Du bist in 5 Minuten unten im Schankraum. Ich war alles andere als böse darum, derart ruckartig aus meinen Träumen gerissen worden zu sein. Die Bilder, die mich abermals verfolgt hatten, wünschte ich nicht einmal meinem schlimmsten Feind. Der Wirt war regelrecht erleichtert, als wir uns mit unseren wenigen Habseligkeiten an der Theke einfanden, bezahlten und verschwanden. »Wozu denn die Eile?«, fragte ich, als wir das kleine Dorf hinter uns gelassen hatten. »Das wirst du schon sehen, Junge«, lautete Calcrafts beinahe klassische Antwort. Aber als ob er wusste, wie sehr mir diese Geheimnistuerei missfiel, fügte er diesmal an, »Wenn ich recht behalte, werde ich dir heute Abend einige Dinge erzählen. Dinge, die außer uns niemand wissen darf.« Ich schwieg erstaunt. Sollten wir tatsächlich Fortschritte in unserer Kommunikation machen? Erwartungsvoll schritt ich neben ihm dahin. Wir durchquerten einen Wald und erreichten noch vor Mittag eine größere Siedlung, die man fast als Stadt bezeichnen konnte. Ludlow hieß der Ort. Steil reckte sich der Turm einer Abtei vor uns in die Höhe. Viel unterschied dieses Städtchen nicht von meiner Heimat Sheerness. Allerdings war alles deutlich weniger trostlos und heruntergekommen als drüben an der Küste. Gut, wahrscheinlich kein Kunststück. Mit wachsender Aufregung entdeckte ich neu verlegte Eisenbahnschienen und einige 100 Meter weiter einen kleinen Bahnhof. Oh, ich konnte es kaum erwarten, wieder an Bord eines Zuges zu steigen. In manchen gab es sogar Erfrischungen. Früher oder später, so hoffte ich, würde uns unser Weg auch nach London führen. Nach London, in die größte und aufregendste Stadt der Welt.
Fahren wir von hier mit der Eisenbahn weiter? Kommt ganz darauf an, was wir hier finden. Du wartest hier, ich muss etwas überprüfen. Dieser Aufforderung kam ich zu gern nach. Mit etwas Glück fuhr ein Zug ein, während mein Meister irgendwelchen Phantomen nachging. Denn, dass er auf der Suche nach irgendetwas war, stand für mich längst außer Frage. Und dass es nichts mit seiner Arbeit als Henker zu tun hatte, auch. Vielleicht würde ich es an diesem Abend erfahren. Ich setzte mich auf eine Bank und wartete. Ein Zug fuhr bis zu Calcrafts Rückkehr zwar nicht ein, dafür entdeckte ich zahlreiche Plakate, die einen Jahrmarkt vor den Toren der Stadt anpriesen. Von einem Wanderzirkus war da die Rede, von Spukgestalten und einem Kuriositätenkabinett. Ich hatte noch nie einen Jahrmarkt besucht, weshalb ich umso überraschter war, als mich ein aufgeregter Calcraft mit den Worten begrüßte, wir sollten diesem Jahrmarkt mal einen Besuch abstatten. Zwei Henker auf dem Jahrmarkt, das muss man sich mal vorstellen, wenn das nicht nach dem Beginn eines schlechten Witzes klang. Jetzt hör mir gut zu, Junge, meinte Calcraft in bester Lehrmeisterstimme, als wir eine Steinbrücke überquert hatten und uns den bunten Zelten, Fähnchen und dem Lärm auf der Wiese außerhalb der Stadt näherten. Ich will, dass du die Augen aufhältst. Sag mir, ob dir etwas merkwürdig erscheint, ob du ein schlechtes Gefühl hast oder ob dir jemand verdächtig vorkommt. Suchen wir denn jemanden? Fragte ich etwas ratlos. Nicht zwangsläufig. Erstaunt merkte ich, dass der Alte nervös war. Was war hier nur los? So etwas hatte ich bei ihm ja noch nie erlebt. Ich möchte, dass du wachsam bist. Wenn du fertig bist, kommst du ins Bull Inn. Es liegt an der Hauptstraße. Du kannst den Laden nicht verfehlen, es werden Kutschen davor stehen. Er wandte sich bereits um, als ihm noch etwas einfiel. Streng musterte er mich. Und lass dich nicht von den Attraktionen ablenken. Oh, wie unmöglich das war. Kaum hatten wir den Jahrmarkt betreten, befand ich mich in einer völlig anderen Welt. Die Geräusche, die Gerüche, die Musik, die Farben, die Menschen. So etwas Verwunschenes hatte ich noch nie zuvor gesehen. Ein Feuerspucker begrüßte mich gleich am Eingang. In einem Käfig dahinter zwitscherten munter, kunterbunte Vögel. Dass es solche Farben überhaupt gab. Was mich zu Hause den ganzen Tag lang beschäftigt hätte, konnte ich hier kaum würdigen. Es roch nach Karamell und tausend anderen Verlockungen. Jeder Schausteller versuchte, seine Konkurrenten mit seinen Sensationen und seinem lauten Geschrei zu übertrumpfen. Hereinspaziert, betreten Sie das magische Spiegelkabinett, hieß es dort drüben. Wagen Sie sich in die Welt der Geister und Dämonen? 3 Penny für den Schrecken Ihres Lebens, zischte jemand hinter einem Stand mit Getränken. Da gab es Magier und Wahrsager, Hypnotiseure und Fakire. Ein Karussell, beladen mit begeisternd johlenden Fahrgästen, drehte zu blechern, leiernden Tönen seine Runden. Dahinter brachte ein Jongleur einige Kinder zum Lachen. Aus einem Zelt drangen Rufe des Entzückens. Daneben versuchten sich einige angeberische Männer am Dosenwerfen. Für mich schien es der beste Ort der Welt. Die meisten Menschen zog jedoch zweifellos die Freakshow an, eines dieser Kuriositätenkabinette, von denen ich zu Hause schon so viel gehört hatte. Riesen, Zwerge, Wolfsfrauen, siamesische Zwillinge, Allesfresser und sogar Meerjungfrauen gab es hier, laut der bunten Reklame zu bestaunen. Alles schön verborgen hinter einem blickdichten Zelt und bewacht von 2 bulligen Kerlen. Heda, Junge, willst du mal was wirklich Aufregendes sehen? Raunte mir ein Mann mit Zylinder zu und zwinkerte verschwörerisch. Ich verspreche dir, dass du für 5 Pennys Dinge siehst, die du noch nie gesehen hast. Ich gebe zu, die Versuchung war groß. Ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, wann ich das letzte Mal Spaß hatte. Aber Menschen, die zur Belustigung anderer zur Schau gestellt werden, kannte ich von meiner Arbeit. Und das hatte nun wirklich nichts mit Spaß zu tun. Nein, danke. Aufregend ist für mich wirklich was anderes. Ich schlenderte weiter. Das wäre außerdem bestimmt nicht das, was sich mein Meister unter wachsam sein vorstellte. Irgendetwas hatte er hier vor. Und wenn es eine Prüfung war, dann wollte ich sie nach Möglichkeit nicht vermasseln. Eine kleine Bude erweckte meine Aufmerksamkeit. Nicht, weil sie mit bunten Farben und markigem Gebrüll lockte. Auch nicht, weil sich die Menschen davor drängten. Eher das Gegenteil war der Fall. Der Holzverschlag stand abseits der Zelte und des Trubels und sah ziemlich mitgenommen aus. Er wollte nicht recht in das fröhliche Bild des Jahrmarkts passen. Und doch war da etwas, das mich anzog. Ein seltsam vertrautes Gefühl, das doch unmöglich zu beschreiben war. »Hüte dich vor der Hexe«, meinte ein vorübereilender Vater, an dessen Händen 2 dicke weinende Mädchen klebten. »Sie hat nur Böses im Sinn.« Wenn das nicht mal etwas war, das sich zu untersuchen lohnte. Plötzlich kam ich mir nicht mehr vor wie der Lehrling eines Henkers, sondern wie ein Detektiv, der einer wichtigen Sache auf der Spur war.
Als ich mich dem Stand näherte, gab er sich als Punch- und Judy-Bude zu erkennen. Ein solches Kasperle-Theater kannte sogar ich. Einst hatte es für 2 Tage in Schiernes Halt gemacht. Unnötig zu erwähnen, dass mein Vater strikt gegen diese Ketzerei gewesen war und mir als einzigem Jungen der Stadt den Besuch dieses harmlosen Spaßes verboten hatte. Wahrscheinlich war es kein Wunder, dass ich eine Mischung aus Genugtuung und Aufregung verspürte, als ich mich der verwahrlosten Bude näherte. Einst mochte ihre Bemalung farbenfroh gewesen sein, mittlerweile wirkte sie nur noch traurig und ein wenig gespenstisch. Das Gesicht von Punch mit seiner Narrenkappe war merkwürdig verzerrt und verlaufen, als wäre es großer Hitze ausgesetzt gewesen, und dieser Bösewicht namens Scaramouche sah aus wie der Schatten aus einem Albtraum. »Na, Henkersjunge, willst du nicht näher kommen?« ertönte eine Frauenstimme aus dem Nichts. Ich blieb stocksteif stehen. Die kleine Bude war noch gut 3 Schritt entfernt. Außerdem sah sie vollkommen verlassen aus. Woher kam diese Stimme? »Keine Angst, ich beiße nicht. Meine Puppen vielleicht schon, aber nur auf meinen Befehl. Na los, komm näher. Ich weiß doch, dass du die Vorstellung gern sehen willst. Dein Meister ist nicht hier, keine Sorge.« Oh, mir lief es eiskalt den Rücken hinunter. Was wurde hier nur gespielt? Ich unterdrückte den Drang, einfach wegzulaufen, und näherte mich dem Stand. Ein Henker lief vor nichts davon, schon gar nicht vor einer Puppenspielerin. Wie kommen Sie darauf, dass ich ein Henkersjunge bin?« Ein hohes Kichern ertönte. »Ach, komm schon, Bursche. Als wüsstest du nicht, dass euer Kommen und Gehen nirgendwo lang unbemerkt bleibt.« Das stimmte. Sogar die Zeitungen berichteten über unsere Ankunft. Dennoch gefiel mir etwas an ihrem Tonfall nicht. Als ich vor der Bude stand, blickte ich überrascht in das Gesicht einer sehr alten Frau. Die säuselnde Stimme passte ganz und gar nicht zu ihren grauen, langen Haaren, den milchigen Augen und der Wüste an Falten, die sich in ihrem Gesicht und auf ihren Händen ausgebreitet hatte. »Was wollen Sie von mir?« »Deine Aufmerksamkeit, nichts weiter«, meinte sie in ihrem merkwürdigen Singsang, die Augen unangenehm auf mich gerichtet. »Und dann? Dann werden dir Punch und Jack Ketch hier etwas vorspielen.« Wie auf ein Zeichen schossen links und rechts neben der seltsamen Alten Handpuppen in die Höhe. Ich schreckte zurück, so hatte ich mir das Puppentheater nicht vorgestellt. Punch war eine wutverzerrte Fratze und sein Gegenspieler Jack Ketch ein greiser Henker. Ich traute meinen Augen kaum, er sah mehr als nur ein wenig so aus wie mein Meister. Ob das nun Zufall war oder auf seiner Berühmtheit beruhte, es war gespenstisch und beunruhigte mich. »Oh, Mr. Ketch«, erwachte Punch urplötzlich zum Leben. Woher kam nur diese grausame Stimme? Die Alte in ihrer Bude schien an diesem Schauspiel gänzlich unbeteiligt. »Was haben wir denn vor? Geh den Garaus machen, was denn sonst?« entgegnete die Henkersfigur, was mich erneut zum Zusammenzucken brachte. Das war eindeutig die Stimme meines Meisters. »Na dann komm und hol mich«, höhnte Punch herausfordernd, woraufhin sich Jack Ketch auf ihn stürzte. Bei diesem Handgemenge wurde mir Angst und Bange. Nichts ließ darauf schließen, dass die Alte die Puppen spielte. Und was noch verstörender war, sie ließ mich keinen Moment lang aus den Augen. Als Punch den Henker zu Boden gerungen hatte und aus dem Nichts einen Strick hervorgezaubert hatte und sich daran machte, ihn aufzuknüpfen, suchte ich fröstelnd das Weite. »Geh nur, Henkersjunge«, höhnte sie, »aber vergiss nicht, was du gesehen hast.« Ihre süßliche Stimme wehte mir nach wie ein fauliger Geruch. Soweit die erste Szene aus dem Ruf des Henkers. Ich nehme kurz einen Schluck Wasser. Wir sehen also, irgendetwas geht auf diesem Jahrmarkt nicht mit rechten Dingen zu. Und Richard erfüllt natürlich seine Aufgabe und muss den Henker William Calcraft darüber in Kenntnis setzen, was er dort gesehen hat. Und die Szene, die ich jetzt gleich im Anschluss lese, schließt sich gerade direkt an diese Szene davor an, denn jetzt spitzt sich die Lage zu. Es ist später Nachmittag und Richard kehrt gerade in das Gasthaus zurück, in dem sie sich einquartiert haben. »Wie, sagst du, hat sie ausgesehen, Junge?« Mein Meister lief aufgebracht in unserem Zimmer hin und her, als ich ihm von meiner unangenehmen Begegnung auf dem Jahrmarkt erzählt hatte. »Erinnere dich genau!« Durch das geöffnete Fenster drang der Lärm der belebten Straße herein. Irritiert schlug Calcraft es zu. »Das geht niemanden etwas an!« Er zitterte, wie ich erstaunt feststellte. Keine Frage. Das war wirklich ein Tag der Überraschungen. »Sie war alt, doch ihre Stimme war es nicht«, begann ich. »Sie hatte komische Augen, wie eine Blinde, doch ich hatte nicht das Gefühl, dass sie tatsächlich nichts sehen konnte.« »Das genügt.« Der Alte atmete schwer und setzte sich auf einen Stuhl. »Dann ist es einmal mehr soweit. Ich hatte es befürchtet.«
Ich verstand das alles nicht. Was? Was ist so weit? Der Henker sah mich ernst an. Du wirst es noch heute Nacht erfahren, Richard. Ich stutzte. Es kam so gut wie nie vor, dass er mich mit meinem Vornamen ansprach. Doch du musst noch Geduld haben. Vertrau mir, du wirst es verstehen. Wecke mich, wenn es dunkel wird, und ruhe dich auch ein wenig aus. Du wirst deine Kräfte brauchen. Ich, schickte er nach einer langen Pause hinterher, ich bin kein Henker. Jedenfalls nicht nur. Ich bin etwas anderes. An Schlaf war für mich nicht zu denken. Nach einer kleinen Runde durch die Stadt schlug ich die Zeit damit tot, einen Brief an meine Eltern zu schreiben. Als ich ihn zum Postamt gebracht hatte, dämmerte es. Ich weckte Calcraft, der wie ein Bär schnarchte, und spürte eine nie dagewesene Aufregung. Wenn er Wort hielt, würde ich jetzt endlich erfahren, was hier wirklich vor sich ging, was er wirklich trieb. Fürchtest du den Tod, Junge? War das Erste, das er mich fragte, nachdem er die Augen aufschlug. Mittlerweile war ich ja vieles gewohnt bei meinem Meister wie Calcraft. Mit dieser Frage erwischte er mich allerdings abermals völlig unvorbereitet. Ich weiß nicht, begann ich unsicher. Es war immer unklar, worauf er mit Fragen wie dieser abzielte. Ich denke schon, doch, wieso? Furcht ist nichts, wofür man sich schämen muss, fuhr Calcraft fort, ohne auf meine Frage einzugehen. Furcht ist gut. Sie schützt uns, macht uns wachsam, schärft unsere Sinne. Das Kunststück ist, sich nicht von ihr kontrollieren zu lassen. Ja, doch, sicherlich, meinte ich ein wenig ratlos. Aber worauf wollen Sie hinaus? Jetzt kam er ganz nah an mich heran und packte mich an der Schulter. Das, was ich dir heute Nacht zeigen werde, wird etwas sein, was du noch nie zuvor gesehen hast. Was außer mir überhaupt so gut wie niemand jemals gesehen hat. Es wird dich zu Tode ängstigen. Es wird dich dazu bringen, weglaufen zu wollen und nie wieder zurückzuschauen. Doch ich beschwöre dich, Junge. Beherrsche deine Furcht, überlasse ihr nicht die Kontrolle. Mir wurde mulmig zumute. Meister, was steht uns bevor? Ich kann es dir nicht verraten. Du würdest es entweder nicht glauben und dann unvorbereitet sein, oder du würdest sofort das Weite suchen. Beides darf unter gar keinen Umständen passieren, hörst du? Betrachte es als wichtigste Lektion deiner Ausbildung. Aber sie bilden mich doch zum Henker aus. Auch, Junge. Ein Schatten huschte über sein Gesicht. Auch. Und jetzt nimm die Laterne und komm. Die Nacht ist angebrochen. Scharenweise heitere Menschen strömten uns entgegen, als wir uns wieder dem Jahrmarkt näherten. Sie lachten und erzählten sich von den Wundern des Tages. Mir war nicht nach Lachen zumute. Ich wusste nicht, was mich erwartete, doch Calcrafts Andeutungen beunruhigten mich ziemlich. Wenn die wüssten, meinte er bloß, als wir sie hinter uns gelassen hatten. Vor uns reckten sich die dunklen Zelte und Buden in den dunkelnden Himmel. Die Feuer waren niedergebrannt, hier und da glühten noch die Kohlen. Der Tag war vergangen und mit ihm der Spaß, das Vergnügen. Auf einmal sah hier gar nichts mehr spannend, lustig und aufregend aus, eher traurig und verlassen. Der Henker warf einen letzten prüfenden Blick in seine Tasche, nickte entschlossen und ging auf die abseits stehende Bude der merkwürdigen Puppenspielerin zu. Wie die anderen Stände lag auch sie verlassen im Dunkel. »Hier ist niemand, Meister«, meinte ich leise. »Das täuscht. Bleib dicht hinter mir und tu nichts Unüberlegtes.« Ich hatte Mühe, seinen schnellen Schritt mitzuhalten, was es auch war, das da vor uns lag. Mein Meister wollte es zügig hinter sich bringen. »Zeig dich, Weib«, donnerte er derart überraschend los, dass selbst ich zurückzuckte. »Los, Junge, leuchte mir!« Mit einem Satz war er an dem Holzverschlag und blickte sich im Schein des Gaslichts um. »Wo versteckst du dich?« »Da, Meister«, stieß ich aus. Auf der Puppenbühne vor uns waren wie von Geisterhand zwei Figuren aufgetaucht. Die eine erkannte ich sofort wieder. Es war der Henker, der immer noch sehr nach Calcraft aussah. Diesmal war es jedoch die andere Figur, die meine Angst schürte wie Luft das Feuer. Es war eine Puppe mit abgewetzten Klamotten und halblangem zerzausten Haar. Sie sah so aus wie ich. »Oh, Meister, wo sind wir denn hier gelandet?« Jetzt sprach sie auch noch mit einer verzerrten Stimme. »Ich fürchte mich.« »Ich nicht. Ein William Calcraft fürchtet nichts, nicht einmal den Tod«, ertönte die Stimme des Henkers aus dem Nichts. Eine dritte Puppe erschien auf der Bühne. Sie trug ein schwarzes Kleid, schwarze lange Haare verbargen ihr Gesicht. »Das solltest du aber, das solltet ihr beide«, sprach sie, und ihre giftige Stimme schien von überall zu kommen. Ich war wie gelähmt vor Angst. »Du wusstest, dass wir uns eines Tages treffen würden, nicht? Der Junge wird dich nicht retten, alter Mann.«
Calcroft stand neben mir. Auch er hatte die Augen auf dieses unwirkliche Schauspiel gerichtet. Er schüttelte den Kopf, als müsste er sich von einem Bann befreien, stürmte los und fegte die Puppen mit der flachen Hand von der Bühne. »Wo bist du?« fragte er grollend. »Zeig dich!« »Suchst du mich?« Ich erstarrte. Da war sie wieder, diese jenseitige Stimme. Ich fuhr herum und stand der alten Frau direkt gegenüber. »Scher dich fort«, rief Calcroft, machte zwei lange Sätze und stieß sie von uns. »Bleib bei mir, Junge. Rühr dich nicht von der Stelle und lass die Laterne nicht fallen.« Die Alte verzog die dünnen Lippen zu einem spöttischen Lächeln. Mit Grausen sah ich spitze Zähne dahinter. »Dass du jetzt schon unschuldige kleine Jungs in deinen lächerlichen Feldzug mit hineinziehen musst. Du wirst alt. Lass das meine Sorge sein. Fügst du dich freiwillig?« Sie lachte, schrill. Urplötzlich wurde sie wieder ernst und ihre Augen schossen zwischen mir und Calcroft hin und her. Ich kam mir vor, als wäre ich in einem dieser billigen Gruselheftchen gelandet, die man überall bekam. »Was meinst du, Kleiner? Soll ich brav sein?« fragte sie mich und strich mir mit ihrem knorrigen Finger über die Wange. Instinktiv wich ich zurück. »Oh, du hast Angst vor mir. Wie schmeichelhaft.« »Schweig endlich, verdammt. Du hast mir nichts zu sagen, alter Mann. Du hast ganz schön lang gebraucht, mich zu finden. Ich bin alt und schwach, und das weißt du. Aber was wirst du tun, wenn du es mit ihr zu tun bekommst?« »Ah, du weißt es selbst nicht.« »Genug«, rief Calcroft und schnellte vor. Seine Geschwindigkeit überraschte mich jedes Mal aufs Neue, doch in der Alten schien er seinen Meister gefunden zu haben. Blitzschnell wich sie zurück, sprang auf die Bühne ihrer Bude und blieb mit dem Rücken zu uns darauf sitzen wie ein wildes Tier, kurz bevor es angreift. »Zu langsam, Henker«, höhnte sie und ihre Stimme klang mit einem Mal gar nicht mehr säuselnd. Sie drehte sich um. Was ich dann erblickte, würde ich für den Rest meines Lebens nicht vergessen. Die Schrecken der Galgen waren nichts dagegen. Ich blickte in den Abgrund, in das Gesicht eines Teufels. Eine gräuliche Fratze mit lodernden Augen, platter Nase und spitzen Zähnen. Tiefe Furchen durchzogen die kränkliche Haut. Spucke lief ihr über das Kinn herab. Ich stöhnte und taumelte zurück. »Nein«, schrie ich und wandte den Blick ab. Das war kein Mensch. »Bleib standhaft«, hörte ich die Stimme meines Meisters. »Überlasse der Furcht nicht den Thron.« Ich zwang mich dazu hinzusehen. Calcroft hatte einen Satz nach vorn gemacht, in der rechten Hand seinen Strick. Das Wesen fauchte und sprang ihn mit weit aufgerissenem Maul an, doch diesmal war mein Meister schneller. Er riss die gurgelnde und zischende Kreatur zu Boden, achtete gar nicht auf ihr Kratzen und Beißen. Blitzschnell legte er ihr den Strick um den Hals und zog die Schlinge zu. Jetzt erlaubte ich mir, den Blick abzuwenden. Ich wusste nicht, ob ich bei Besinnung bleiben würde, wenn ich es nicht tat. Als das Würgen, Keuchen und Scharren verstummte, sah ich wieder hin. Reglos und mit weit aufgerissenen Augen lag das Ding auf dem Boden. Keuchend beugte sich mein Meister darüber. »Was war das, Meister?« fragte ich mit brüchiger Stimme. Ich hatte das Gefühl, den Verstand zu verlieren. Ich wollte, nein, ich konnte nicht glauben, was ich da gerade gesehen hatte. »Das, Junge«, antwortete der Henker zwischen mühsamen Atemzügen, »war ein Wechselbalg.« Soweit also zum Ruf des Henkers und zu dieser Szene, in der Richard das erste Mal erfährt, was der Henker wirklich tut. Denn er jagt Wechselbälger, diese bösen Wesen aus der Zwischenwelt, die den Menschen nur Böses wollen. Und er ist einer der wenigen, der von ihnen weiß. Und er hat sein Leben quasi in die Mission gestellt oder unter die Mission gestellt, diese Wesen aufzuspüren und zu vernichten. Und jetzt, wo Richard das weiß, ist er natürlich auch ein Teil dieses Spiels. Und sie machen sich auf die Suche nach den Wechselbälgern, ziehen auch nach London. Kurz darauf geht es für Richard nach London, damals die größte Stadt der Welt. Und dort kommen sie auf die Spur des mächtigsten aller Wechselbälger. Aber da möchte ich natürlich nicht zu viel verraten. Ich sage nur so viel, es wird ein wenig düster und ein wenig gruselig werden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, gibt es dieses Buch, wie einige meiner anderen Bücher auch, erfreulicherweise hier in der Bibliothek, Stadtbibliothek Stuttgart. Ansonsten gibt es das aber natürlich auch im Buchhandel. Vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall. Vielen Dank auch an die Stadtbibliothek für diese Möglichkeit. Ich wünsche euch eine tolle Zeit und das nächste Mal sehen wir uns hoffentlich wieder bei euch im Klassenzimmer. Bis dahin, bleibt gesund und ciao.